Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Wir sind gerade dabei, dem Agentis ein Level-Up zu verpassen. Und ja, da gibt es nicht viel zu machen hier. Kann man nichts verteilen, können wir nur sagen, einverstanden oder sogar zwei verstanden. Was haben wir in der letzten Folge gelernt? Da haben wir entdeckt, dass, dass hier das Schiff von Balduran gestrandet ist und das wegen eines Fluchs. Ein Großteil der Mannschaft, interessanterweise nicht alle, also möglicherweise hat das irgendwie was damit zu tun, ob die jetzt böse waren oder nicht. Also die waren böse und deswegen haben die diesen Fluch aufgedingst bekommen. Ist das irgendwas Besonderes? Nee, ist nur ein Dolch. Ich dachte, da steht es drauf. Der Dolch von, weiß nicht was, Balduran oder so. Dann wäre es ja wertvoll gewesen, hätte ich es mitgenommen. Wir sollen ja hier Artefakte finden. Ja, lange Geschichte hier mit der Werwolfsinsel. Man merkt dieser Story oder dieser Quest auch an, dass das eine aus dem Expansion Pack ist, aus, jetzt hätte ich fast gesagt, Beyond the Dark Portal, das wäre Warcraft 2 gewesen. Nein, natürlich nicht, sondern Tales of the Sword Coast, Geschichten der Schwertküste. Da haben sie nämlich erstmals bei den Quests halt mal drauf geachtet, dass das so ein bisschen komplexer ist, mit verschiedenen Plot-Threads sozusagen, also dass die Handlung verschiedene Wege nimmt und so, dass man eben Dinge erfährt und nicht so wie in den Quests vom Originalspiel, die ja größtenteils mit Ausnahme der Quests in Baldur's Gate oder einiger Quests in Baldur's Gate in der Stadt selber ja nur so von der Funktion her eher so Fetch-Quests sind, also hol mir das Item von dort oder kill den Typen, der dort irgendwo rumsteht. Ja, apropos killen, hier kommt schon wieder ein Typ auf uns zu und zwar direkt auf uns zu, der Mame. Hallo Mame, das interessiert ja Wayne, also niemanden. Der Mame-Train, der ist auch schon unterwegs. Neue Akteure in unserem kleinen Drama. Wer seid ihr wohl? Schiffbrüchige Matrosen vielleicht? Sagen wir mal die Wahrheit. Wir sind die Gruppe von Panda-Papst. Wir sind gekommen, um Artefakte von Baldurans Schiff zu holen. Wisst ihr denn nicht von der Gefahr, die im Inneren dieses Schiffes lauert? Wissen wir eh. Verwegene und dumme Abenteurer, Karug wird zu schätzen wissen eure Gesellschaft. Bis ihr frisst euch, meine ich. Ich werde euch überlassen eurem Schicksal. Willst du nicht verwandeln in irgendwas? Ach so, den kann man nochmal anquatschen. Es scheint, ihr sucht den Schmerz. Ich denke, Karug wird recht erfreut sein zu bekommen, eure Herzen serviert. Ich habe alles erfahren, ja, herzlich. Ich habe alles erfahren von euch, was ich konnte. Ihr werdet jetzt sterben in aller Ruhe, nicht wahr? Nö, nicht so. Vielleicht umgekehrt, jawohl. Das ging aber schnell. Ja, naja gut, gehen wir halt hier mal nochmal das Gelände ab. Der war gar nicht mal so aggressiv, der hat nur gesagt... Der hat erst beim zweiten Anquatschen gesagt, jetzt kill ich euch. Die meisten sagen ja beim ersten Mal schon, ich kill dich jetzt. Ja, gut, jetzt gehen wir mal hier rauf. Da oben sind nämlich die Sirenen, glaube ich. Oder? Waren doch immer welche da. Keine Sirenen? Da waren immer Sirenen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Moment mal, da kann man auch noch rauflaufen. Da sind aber auch keine. Kann natürlich sein, dass die nur zu bestimmten Zeitpunkten spawnen. Irgendwie nur nachts oder so. Also, wäre nicht ausgeschlossen. Naja, weißt du was? Wir laufen jetzt mal zurück zum Dorf. Wir haben hier jetzt gefunden die Puppe von dem kleinen Mädchen namens Farthing. Wir haben gefunden... den magischen Umhang, oder diesen Schutzumhang, den hat der Dradil an sich gerissen gehabt. Und, also... ohne es zu wollen jetzt oder ohne was Böses damit zu wollen. Und wir haben gefunden, so Tollkirschen oder was das war. Übrigens, hier sieht man das Schiff schon, was die gebaut haben, die Dorfbewohner, also die guten Werwölfe. Sind ja auch alles Werwölfe, aber halt gute. Tja, nur ein guter Werwolf ist ein guter Werwolf. So, da haben wir noch ein bisschen was abzuchecken hier. Diese kleine Halbinsel, ich glaube nicht, dass da noch was ist, aber schau mal lieber mal. Nicht, dass wir irgendeinen Werwolf vergessen. Das wäre ja schlimm. Und... hier? Hallo? Ist hier noch einer? Ach, Wölfe nur. Naja gut, das
Aber jede Menge gleich. Ich glaube ja, dass die respawnen. Also, dass die hier ein, dass das so ein Spawnpoint ist und dass die halt hier einfach vom Spiel regelmäßig generiert werden. Die Werwölfe respawnen ja nicht. Also, die kommen nicht wieder. Ich glaube zwar, wenn man hier rastet auf dieser Karte, können nachts welche kommen, aber nur bei Vollmond. Nee, aber nur halt beim Rasten. Also, die können nicht so einfach respawnen. Halt bei so einem Spawnpoint ist ja so, wenn ich hier jetzt weglaufe und wieder hinlaufe, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass wieder welche da sind. Je nachdem, wie aggressiv sozusagen der Spawnpoint gesetzt ist, da gibt es welche, da gehst du kurz raus und gehst 3 Meter raus und dann wieder rein und sind schon sofort schon wieder die Monster da. Und andere, wo das halt eher unwahrscheinlich ist, aber ja. Moment mal, da kann man auch lang gehen. Ist nur nix. Aber gehen wir halt mal hier rum. Gehen wir mal einen anderen Weg, nicht immer den gleichen Weg. So, ihr müsst eure Gruppe sammeln und der Minsk hat übrigens auch ein Level up. Sehr schön, sehr schön. Machen wir erstmal Minsks Level up oder Moment mal, vielleicht heilen wir ihn vorher besser lieber nochmal und der Gentis kann sich ja auch mal heilen bei der Gelegenheit und wir haben ja auch noch 2 Heilsprüche, die werden wir auch noch loslassen hier. Heile, heile. Ich mache das deswegen, weil nach dem Level up hat er mehr Hitpoints. Da müssen wir dann mehr heilen, weil das Verhältnis sozusagen zwischen kaputten Hitpoints und ganzen, das wird ja beibehalten. Das muss man nämlich wissen. Darf man nicht außer Acht lassen. So, ja, was hatten die? Da hatte ich schon ziemlich viele Fähigkeiten. Ich mache jetzt einfach Stufe erhöhen. Langschwert 2 Hände. Okay, da können wir eh nichts machen. Da können wir gar nichts machen. Da machen wir einfach einverstanden. Kriegt da ein paar Hitpoints drauf. 79 hat er schon. Gar nicht mal schlecht. Chantis hat 80, 62, 51. Wir haben auch 60. Selbst die Diner hat 41. Viel für eine Magierin. Muss man sagen. So, hier mal zum Dorf rein und dann geben wir mal unsere ganzen Quest-Items ab. Was hat man denn? Was hat man denn so? Da ist ja die Delaney. Für die hat man doch den Umhang zu holen. Die wird uns wieder voll quatschen, die Alte. Hallo. Ah, ihr seid zurückgekommen und seht hoffnungsvoll aus. Ich vertraue auf euch. Habt ihr den Umhang, um den ich euch bat? Ja, ja, Hammer. Ich bin euch endlos dankbar, doch auch traurig, dass ich nichts habe zu geben. Vielleicht gibt es etwas anderes, mit dem ich euch helfen kann. Ja. Erzähl mal was über dich. Von mir, ich fühle mich geschmeichelt, doch es gibt nichts zu sagen viel. Meine Urgroßmutter kam mit dem Schiffshaus an Land, doch sie lebte nicht sehr lange. Ich wurde geboren, nur einen Katzensprung südlich von hier, lange nachdem die Bestien wurden vertrieben. Ich lebe nun hier. Die Geschichten haben wir behalten, doch ich würde sagen, dass sie wurden verfälscht durch die schlechte Erinnerung und Aberglauben. Grob gesehen, wir sind alle Kinder. Unser Volk ist noch jung. Ja, sind ja auch die Nachfahren vom Balduran, offenbar die, die nicht so stark werwölfig geworden waren. Die sind aber auch Werwölfe, muss man wissen. Das werden wir dann später auch noch erfahren. Einzig der Dradil ist nie einer geworden, was ich irgendwie lustig finde. Aber, naja, wird schon irgendeine Logik haben. Wie geht's denn dir? Erzähl nicht von deinem Volk. Willst du nicht von hier weggehen oder was? Fortgehen? Daran hatte ich nicht gedacht. Wir sehen so wenig andere, dass es unwichtig ist. Ich weiß nicht. Ja, schade nicht mal drüber nachzudenken. Da gibt es viel zu sehen da draußen. Aber das ist genau mein Punkt. Ich habe nie von einem anderen Ort geträumt. Ich träume von zu Hause. Die Meute ist hier glücklich. Genug davon, dass ihr mich traurig macht. Lasst uns von glücklicheren Dingen und neuen Freundschaften sprechen. Ja, erzähl mal von dem Volk hier. Wie ist denn das wirklich? Was davon wollt ihr hören? Wir kamen vor langer Zeit mit einem Schiffshaus zu diesem Ort aus einem Gebiet weiter westlich als der Sonnenuntergang. Die Forscher schlossen sich uns an und wir hissten die Segel. Die Alten sprechen von einem großen Sturm, doch einige sagen, dass der Sturm kam von innen. Ja, da wissen wir jetzt, dass der Dradil recht hatte. Der Sturm kam von innen, insofern, dass die sind gar nicht bei Sturm hier gelandet auf der Insel, sondern die wollten ja nur Wasser holen und dann hat der Fluch zugeschlagen. Ah, ist das kompliziert, diese Story. Wir, die wir dazugehören, sollten beseitigt werden und wir bekämpften die Forscher.
Viel wurde verloren, doch wir gewannen diese Insel. Wir leben allein und werden von den Bestien bedroht, doch wir sind niemandes Sklaven und leben in Freiheit. Die Forscher schlossen sich uns an. Wer sind denn die Forscher? Ja, und was heißt dieses Dazugehören, was du immer sagst? Wir gehören dazu. Mehr es gibt nicht zu sagen. Wenn ihr bleibt, müsst ihr ebenfalls dazugehören. Dazugehören heißt Werwolf werden. Aber das werden wir auch noch erfahren. Wir sind ein Volk, das hier lebt als ein Volk. Ihr seid Außenstehender, ebenso wie die Bestien. Bei ihnen ist es offensichtlicher, doch ich glaube, ihr seid ihnen in mancher Hinsicht ähnlich. Auch unter uns gibt es das Böse, doch wir haben Respekt. Sorry, musste mal kurz husten, deswegen die Pause. Ja, jetzt können wir noch weiter fragen. Was ist mit Balduran geschehen? Was auf dem Schiff passiert? Ja gut. Sagen wir einfach, es ist eine inhaltsreiche Geschichte. Hat mir Spaß gemacht und mir das erzählen. Vielleicht, es gibt da eine letzte Aufgabe, um die ich euch bitten sollte. Seid ihr gewillt? Ja, natürlich, klar. Was willst du denn? Nur eine kleine Sache, kleiner als die letzte. Ich brauche ein paar einfache Blumen direkt hinter der Mauer. Sie nur wachsen an einigen Stellen und ich sie finde sonderbar bezaubernd, wie ein paar andere Dinge. Würdet ihr mir bringen eine oder zwei? Ich benötige sie für etwas Bestimmtes. Ja klar, machen wir das. Was sie damit meint, sind diese tollkirschen Dinger, die wir beim Dradil gefunden haben. Wir können es also gleich wieder anquatschen. Habt ihr mir gebracht die Blumen, um die ich euch bat? Bart, natürlich Panda-Papst. So viele P's und B's auf einmal. Ich warte schon sehnsüchtig auf sie. Ja, ich hab sie hier. Ich danke euch. Sind sie nicht wundervoll? Sie riechen so stark nach, ich weiß nicht, nach was. Diese hier sind geeignet gut für das, woran ich dachte. Es sind Tollkirschen. Willst du dich vergiften oder was? Sie sind für euch. Alter, die will uns vergiften. Sie wachsen nur an einigen wenigen Stellen, ebenso wie die Freundschaft und andere Sachen auch. Nehmt sie von mir und nehmt diesen Kuss. Ich denke nur Gutes von euch. Ja, fühle ich mich geschmeichelt. Blabla, es geht's weiter. Sagt nichts und macht euch bald auf den Weg. Ich muss hier bleiben, gleichgültig, was ich fühle. Ihr seid Außenstehender, ihr nicht gehört zu uns und ihr auch würdet nicht dazu gehören wollen. Das weiß ich, ihr wisst es auch. Jetzt können wir so viel sagen. Blabla, blabla, wegschicken, blabla. Sagen wir mal, wir vergessen dich nicht. Ja. Blablabla, ihr wisst gut zu schmeicheln mit Worten. Vielleicht ein anderes Mal. Nein, ein anderes Mal wären die Dinge die gleichen. Geht begleitet von meinen Gedanken und lasst es euch gut gehen. Ja, super, unter Werwölfen werden wir es uns gut gehen lassen. Jetzt läuft sie. Was, wo läuft denn die jetzt hin? Die läuft jetzt raus in die Wildnis oder was? Halt! Nein! Ja, die Sache ist, wenn wir halt diese Quests alle machen, dann hilft die uns später mal, weil das Dorf wird uns dann auch feindlich gesinnt sein. Aber es steht uns alles noch bevor. Ich hoffe, ich spoiler hier nicht zu viel, aber es ist halt so, ich habe das Spiel, ich weiß nicht, wie oft durchgespielt. Mit verschiedenen Charakteren halt. Ja. Danke für meine Puppe. Ich bin so glücklich, dass du sie hast gefunden. Ich möchte einfach umarmen dich und drücken und so. Auf bald. Ja. Das war's. Können wir mit ihr noch reden? Nee. War's das? Okay. Das Baby haben wir noch nicht gefunden. Das liegt daran, dass das Baby ja, das Baby ist nicht... Das ist nicht hier, das liegt nicht in der Landschaft rum, das ist beim Karuk selber drin, in dem Schiff. Und da werden wir jetzt hingehen, aber vorher werden wir mal rasten. Das machen wir jetzt einfach mal hier, hoppala. Einfach mal hier, so am Gelände, auf dem Feld, mitten zwischen den Kartoffeln und den Karotten. So, jetzt haben wir 8 Stunden geruht, ich überlege fast. Weißt du was, ruh mal nochmal, weil ich finde das immer so doof, wenn es Nacht ist, hier rumzulatschen. So, nochmal mitten unter die Kartoffeln. Und jetzt ist, wie viel Uhr ist denn jetzt? 7 Uhr. Perfekt. Wir brechen auf. Mitten in die Rush Hour rein. In Richtung Karuk. Das ist der Oberchef von den Bestienwehrwölfen. Von den Wolfwehren. So. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne mich ja mit so Fantasy-Terminologie und so nicht so aus. Aber
wenn ich das richtig sehe, ist ja ein Werwolf ein Mensch, der sich manchmal zum Beispiel zu, hoppala, ist der falsche Sackgasse hier, zum Beispiel bei Vollmond oder eventuell sogar willentlich zu einem Werwolf verwandelt oder verwandeln kann. Aber er ist im Prinzip, er war ein Mensch und dann wurde er irgendwie infiziert mit diesem Virus für eben Lykantrophie oder also diesem Werwolf-Stinks halt, und dann ist er so geworden. Aber er ist eigentlich ein Mensch. Und ein Wolf, wer müsste dann das Gegenteil sein? Ein Wolf, der sozusagen manchmal zu einem Menschen wird, aber eigentlich hauptsächlich ein Wolf ist. Dann ist aber komisch, dass die dann sprechen können. Ich weiß auch nicht. Wo ist denn das doofe Schiff? Das da oben oder wo? Ah ja, da ist es. Das Schiffshaus. Ja, da drin warten, da warten ständig Werwölfe auf uns. Ich glaube aber, dass wir hier eventuell einen Trick machen können, weil da drin sind die Räumlichkeiten so eng. Wir können ja eigentlich reingehen. Ach du meine Güte, es kommt ein Video. Ah, da kam im Original aber auch eins. Stimmt. Super, ein Schiff. Da sind sie auch schon. Wenn wir jetzt einfach wieder rauslaufen, dann müssten die uns nämlich eigentlich nachkommen. Ja, tun sie auch. Und dann können wir sie hier gezielt sozusagen umlegen, hoffentlich. Der ist jetzt schon schwer verletzt. Ja, das Problem ist jetzt hier, sind diese ganzen Wölfe und die zwei davon sind Worgs. Das ist fast wie Borg, nur halt mit W. Die können Leute lähmen, das ist fast wie assimilieren, nur mit L. Und in dem Fall haben sie jetzt eine Koran gelähmt. Das ist natürlich ein bisschen eine doofe Sache jetzt. Haben wir da irgendeinen Spruch dagegen? Die haben möglichst nicht den Rest unserer Party in brennende Häufen verwandelt. Zauberstoß. Ich weiß ja nie so recht, was ich da einsetzen soll. Mir fehlt so ein bisschen ein Splash-Damage-Zauberspruch, so ein Flächenzauberspruch, der nur Feinde beschädigt. Gibt es sowas eigentlich? Schauen wir mal, dass wir den Warg hier irgendwie... Erstmal den Werwolf und dann... Den Wolfwehr, sorry. Und dann kümmern wir uns um den Warg. Okay, der ist tot. Jetzt auf die Wargs. So, der erste ist tot. Alter. Ist auch noch schwer verwundet. Können wir irgendwie... Ach, da hätten wir jetzt was casten können, dass wir den jetzt davon lösen. So, dann müssen wir hier noch den Vampirwolf. Alter, ein Vampirwolf. Oder ist der das, der einen leben kann? Ich weiß gar nicht mehr. Wer verletzt? Tot. Dann noch den Schreckenswolf hier. Ich hoffe jetzt mal, dass es überleben wird. Der Korin. Das war nämlich knapp jetzt. Das spricht irgendwie auch dafür. Ja, diese Wolfwehrs, die leben halt auch mit echten Wölfen zusammen. Oder das hier sind sozusagen die Wölfe, die sich auch theoretisch in Wolfwehrs verwandeln könnten oder was? Ich, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ich habe keinen Plan. So, der Koran ist schwer verwundet. Den werden wir jetzt wieder zurechtbiegen hier. Ja, Vita Camortis, Simsalabim, Abracadabra. Es dauert jetzt ein bisschen, bis wir den geheilt haben, weil wir jetzt die ganzen Sprüche erstmal casten müssen. So, den auch noch. Eigentlich könnte man es ja auch wieder umschalten auf die anderen Pfeile, die Feuer- und Eispfeile. Wobei, da hat er nur noch 5 der Korin. Gut, dann nimmt er eh automatisch die anderen. Und die Giftpfeile haben wir noch gar nicht richtig eingesetzt. Weißt du was, wir schalten jetzt mal auf Giftpfeile. Ich weiß zwar nicht, ob man die vergiften kann, die... Die Werwölfe. Ja, ist ein Giftpfeil. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach du meine Güte, das fängt auch noch ein Gewitter an. Das ist ja richtig dramatisch hier. Das ist ja fast wie im Film. Ah, der hat den Weg nicht rausgefunden. Und das ist schlimmer noch. Fast wie im Computerspiel. So, ist da hinten noch was? Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, fällt mir gerade ein. Weil da gibt es immer wieder mal Fallen hier. Da hinten ist so ein Teil. Da muss man immer ein bisschen gucken. Weil da können immer wieder halt so Fallen auftauchen. Jawohl, da ist eine. Hat eine Falle entdeckt. Dann werden wir sie auch gleich entschärfen. Hat die Falle entschärft, hat Erfahrung gewonnen. Ja gut, Gold, ein bisschen Klimbim. Ich nehme es mal mit. Einfach, wenn wir inventartechnisch im Moment eh noch genug Platz haben. Sollte sich das ändern, können wir ja die unnützen Teile auch aussortieren dann. Ja, wie machen wir es jetzt? Wenn wir jetzt weiter aufgehen... Besser wäre es vielleicht, wenn wir die rauslocken.
Ich frage mich, ob das über mehrere Ebenen überhaupt funktioniert. Pflichtbewusstsein ist das Allerwichtigste. Ja, ja. Sagt der, der dann wahrscheinlich davonläuft, das Erste, wenn es brenzlig wird. So, jetzt schick mal den schnellen Minsky vor. Klaus Minsky. Upp, jetzt steht er mitten unter Werwölfen, dann ab wieder runter. Okay, da kommen sie auch schon nach. Die Frage ist, kommen die jetzt auch hier raus? Denn das ist ja das, was wir wollen. Ja, sie tun es. Hey, noch cooler wäre gewesen, hier dann gleich mal Feuer drauf zu hauen. Also so ein Feuer-Splash-Damage, Dings, so wie hier. Das können wir eigentlich immer noch machen, indem wir das hier platzieren und hoffen, dass es uns nicht erwischt. Halt, lauf dich alle hin. Erstmal Feuer. Erstmal Feuer. Der Minsk kann ja hier vorne hinlaufen, dass er sie hier hält und die anderen geht mal lieber zurück. Jawohl. Na toll, das hat gar nichts gebracht. Weil sie Magiewiderstand haben. Nur der Minsk hat was abbekommen. Okay, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass die ja sowas meistens wegen Magiewiderstand auch dann einfach überstehen. Tja, dann eröffnen wir das Feuer. So, Wolf wäre unverletzt. Da waren aber mehr als drei, glaube ich. Aber so können wir sie immerhin einen nach dem anderen hier sozusagen killen. Was ich lustig finde, die sind jetzt hier wie in einem... Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Die sind hier so aufgereiht. Ah, coole Sache. So, heilen wir mal ein bisschen. Ich glaube, die Heilsprüche werden uns jetzt auch langsam ausgehen. Das heißt, möglicherweise müssen wir eh nochmal rasten. Da würde ich sogar mal riskieren, hier zu rasten. Ich glaube, dass die da... Wenn welche spawnen, ist egal. Spawnen, glaube ich, nur zwei. Kriegen wir ein bisschen XP dazu geschenkt. So. Ja, fürs Erste würde ich sagen, reicht das mal. Ich würde auch sagen, es reicht mal jetzt für diese Folge. Wir haben die 20 Minuten schon wieder voll. Und in der nächsten Folge, das Schiff hat nämlich drei Levels sozusagen, drei Decks. Wir waren jetzt im unteren, das haben wir schon geräumt. Wir waren im mittleren, da haben wir jetzt scheinbar nicht alle rausgelockt. Und es gibt dann noch ein ganz oben eins. Das ist nicht das Oberdeck, da kann man, glaube ich, gar nicht hin. Aber sozusagen direkt Unterdeck. Da wohnt auch der Karug. Und ja, dem werden wir dann einen Besuch abstatten. Und vielleicht kann man ja irgendjemand sagen, wie das mit diesen Werwölfen, wie das funktioniert, terminologietechnisch und wann die sich wie verwandeln und ob das jetzt Menschen sind, die Wolf wäre oder Wölfe, aber eigentlich sind es doch die von Baldurans Mannschaft, also müssen es ja eigentlich Menschen sein. Oder sind es Werwölfe, die sich für ihre wölfische Seite entschieden haben? Keine Ahnung, tot sind sie alle. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.